Sie ist wohl einer der buntesten Orte in Berlin, die Eastside Gallery. Einst teilte der Mauerstreifen die Stadt in Ost und West. Nach dem Mauerfall haben Künstler ihn bemalt. Entstanden ist die größte Open-Air-Galerie der Welt. Die Eastside Gallery zählt definitiv zu den touristischen Hotspots in Berlin. Ungefähr 5000 Besucher kommen täglich hierher, um die bunten Wandbilder zu bewundern. Umso weniger erwartet man hier Eindrücke aus dem syrischen Bürgerkrieg. Doch genau die sehen Besucher auf der Rückseite der Mauer. Riesige Fotografien aus der zerstörten Grenzstadt Kobane im Norden von Syrien. Die Bilder stammen von dem Fotografen Kai Wiedenhöfer, der 12 Tage in Kobane verbracht hat. Er will, dass die Leute genau hinsehen, sich bewusst machen, was dieser Krieg tatsächlich bedeutet. Wir haben hier ein paar hunderttausend Zuschauer, die wir eben in einem Museum oder in einer Institution oder in einer Galerie eben in dieser Menge bei weitem nicht haben. Und hier überrascht es die Leute vielleicht auch, weil auf der anderen Seite sehen sie vielleicht irgendwelche lustigen Bildchen und hier werden sie halt mit was relativ Ernstem konfrontiert. Die Kämpfe in Kobane haben gigantische Trümmerwüsten hinterlassen. Auf einem kleinen TV-Bildschirm lasse sich das gar nicht erfassen, sagt Kai Wiedenhöfer. Ja, es ist so, also die Dimension der Zerstörung, die hatte ich in dem Ausmaß noch nie gesehen. Aber hier ist es halt wirklich, ist es halt echt flächendeckend, ist hier alles zerstört. Und noch etwas sollen die Besucher sehen, was der Krieg den Menschen angetan hat. Also es geht mir darum, die Motivation zu zeigen, warum Syrer ihr Land verlassen. Und ich denke, dass eben die Kriegsverletzten, davon gibt es 1,5 Millionen in Syrien, und diese zerstörten Städte, dass es irgendwie klar macht, warum Leute ihr Land verlassen. Was in Syrien passiert, für viele nur eine Nachrichtenmeldung. Doch die Aufnahmen aus dem verwüsteten Kobane öffnen einigen Besuchern die Augen. Es ist schockierend. Man macht sich das nicht klar, was die Bomben angerichtet haben und was das für die Menschen bedeutet. Ich finde es gut, das hier zu sehen. Die Zahlen, die man in den Nachrichten hört, bekommen ein Gesicht. Es ist sehr traurig. Ich wünschte, dieser Krieg würde aufhören. Das Leiden in Syrien geht weiter und die Bilder auf dem Berliner Mauerstreifen zeigen, der Krieg hat die Menschen fürs Leben gezeichnet. Verstörende Bilder, die haften bleiben.